Herzlich willkommen bei der Westrup Kochmilch GbR. Ich bin Dirk Westrup und wir bewirtschaften hier in einem Team mit 4 weiteren Gesellschaftern und vielen Mitarbeitern diesen Milchviehbetrieb. Wir haben 600 Milchkühe und 650 Kopf Nachzucht. Darüber hinaus erzeugen wir erneuerbare Energien mit einer Biogasanlage, wo wir Gülle und Mist verwerten und Strom für 1500 Haushalte produzieren. Wir haben eine Milchleistung von etwas über 13.000 Litern, produzieren daher sehr ressourcenschonend. Unser Hauptziel ist es, dass es unseren Kühen gut geht und sie sich wohlfühlen. Wie erreichen wir das? Indem wir viel Sensortechnik nutzen, sodass wir die Tiere Tag und Nacht im Blick haben. Wir nehmen viel an Schulungen teil, um uns immer weiterzubilden. Und wir haben ein striktes wöchentliches Controlling, was wir durchführen. Ein besonderes USP unseres Betriebes ist es, dass wir mit gut ausgebildeten Mitarbeitern arbeiten. Das ist uns besonders wichtig, damit unsere Kühe gut versorgt werden. Aber zusätzlich bilden wir auch Mitarbeiter aus. Wir haben 3 Auszubildende bei uns im Betrieb. Und wir arbeiten viel mit Hochschulen und Universitäten zusammen, die hier immer wieder einen neuen Input in den Betrieb bringen. Als ein Beispiel möchte ich mal erwähnen, dass wir mittlerweile immer Wasser mit in die Futterrationen geben, damit die Kühe nicht mehr sortieren können. Ja, die Initiative, um beim Milchlandpreis mitzumachen, die kam eigentlich von meiner Tochter. Sie hatte die Unterlagen gesehen und sagte, willst du da nicht mal mitmachen? Und sie studiert in Rendsburg und ist deswegen auch sehr interessiert an den Kühen und an der Landwirtschaft. Und dann habe ich mir die Unterlagen genau angeguckt und habe festgestellt, da sind alle 3 Säulen der Nachhaltigkeit in diesem Milchlandpreis inbegriffen. Und das war dann für mich so der Auslöser, dass ich gesagt habe, das ist interessant, das will ich mitmachen. Da möchte ich einfach auch mal sehen, wo stehe ich da im Vergleich zu anderen Landwirten.